Generell ist es so, dass wir versuchen, Premiere und all diese Programme so einfach wie möglich zu machen, was den Einstieg betrifft, und aber dieses Level an Komplexität zu lassen, das die Profis natürlich brauchen. Ein Beispiel ist Essential Sound. Ich kann meine Videos reinziehen, ich kann sagen, das ist Sprache, das ist Musik, das ist Soundeffekt, und dann Auto-Ducking für die Musik machen, schnell den Text verbessern, dass die Sprache besser klingt. Dann kann ich halt in den Essential Sound kurz reingehen, ein paar Sachen klicken, mir das anhören, sagen, okay, es klingt besser als davor, es muss jetzt auch raus und gut ist. Und irgendwie in 1-2 Minuten einen Tonmix zu machen, der echt okay ist. Natürlich keine professionelle Soundmischung, schon klar, aber wirklich ganz gut ist zum Start. Und so ist es echt in ganz vielen verschiedenen Themen. Auch beim Thema Farbe zum Beispiel im Lumetri Panel, da jetzt einfach zu sehen, okay, wenn ich den Look drauf werfe, dann sehe ich gleich schon die Vorschau, wie das aussehen könnte, und kann einfach rumexperimentieren. Das ist für Anfänger toll, die sich gerade ins Color Grading einarbeiten und mal ausprobieren wollen, was passiert, wenn ich das und das drauflege. Aber auch wenn ich mir jetzt als Profi wirklich komplexe LUTs gebaut habe und dann gucken will, welche von diesen Vorlagen passt denn am besten. Und das ist, glaube ich, so das Ding, was wir bei allen Features wollen. Wir wollen es einfacher machen, wir wollen den Start einfacher machen, dass Leute einfach sehr schnell zu einem Ergebnis kommen, aber nicht wegnehmen die Möglichkeit, alles nochmal manuell Stück für Stück im Detail anzupassen, dass einfach Leute, die sich da nochmal reinfuchsen wollen, das jederzeit auch können. Natürlich haben wir auch dieses Ganze, das Buzzword AI, Künstliche Intelligenz und Machine Learning, all diese Dinge, die eigentlich bedeuten, wie können wir Aufgaben, die nervig sind, wenn wir ganz ehrlich sind, wie können wir die vereinfachen und den Leuten mehr Zeit dafür geben, wirklich kreativ zu sein. In Premiere zum Beispiel haben wir ein Feature, das heißt Auto Reframe. Das ist im Grunde, das kennen wir alle, wir drehen im Querformat und sollen dann für eine Instagram-Story noch das gleiche im Hochformat ausspielen. Ist für ein zentriertes Bild, das stehen bleibt, wo sich nicht viel ändert, kein Problem. Sobald da aber jemand von links nach rechts läuft oder so, war das eine Wahnsinnsarbeit, mit Keyframes irgendwie mitzuschwenken, das zu animieren und so weiter. Und da gibt es Auto Reframe, das quasi gelernt hat, in Anführungsstrichen, was das Wichtige ist für uns Leute, wo wir hingucken, was irgendwie ein wichtiges Element ist in einem Bild, und dann eben eigenständig entscheiden kann, geht es jetzt hier gerade um den Hund, der von links nach rechts läuft, geht es um die Laterne im Hintergrund oder was auch immer es ist, und dann einfach noch einen Vorschlag schon mal macht, wie so ein umkadriertes Video aussehen könnte. Und wenn ich jetzt aber sage, so nee, in meinem speziellen Fall muss hier in dem Bild ein anderes Objekt priorisiert werden, dann kann ich das einfach nochmal manuell ändern. Ein anderes Feature zum Beispiel ist das Remix-Feature in Audition. Das ist was, ist schon seit Jahren im Produkt, schon ganz lange, aber viele kennen es noch nicht. Das löst im Grunde das Problem, dass wenn ich einen Soundtrack habe, der 3 Minuten 40 lang ist zum Beispiel, und ich habe aber meinen 60 Sekünder, das zu kürzen, das haben wir, glaube ich, alle, die geschnitten haben, schon mal gemacht. Die Beats finden, irgendwie gucken, passt das anders zusammen, das zusammencutten, Wahnsinnsarbeit. Und das Remix-Feature in Audition macht auch da eben einen Vorschlag, analysiert die Musik, guckt, wo sind irgendwie Verse, wo ist Musik, wo ist Text, und schiebt das dann einfach zusammen auf die Länge, die ich haben möchte, entweder kürzer oder auch länger. Und löst dann einfach dieses Problem, indem es schnell eine Version anbietet.